Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Coyentos und ich sage Welcome back to Doom. So. Ach, hier kann man was drücken. Oh, okay. Was bringt das jetzt? Ah. I see. Oder? Doch. Yay! Ein Geheimnis. Ah, da ist die Drohne vorhin abgehauen. Dahin ist die Drohne vorhin abgehauen. Das ist das Gauss-Gewehr, ne? Ach nee, der Belagerungsmodus. Nutze die Waffen nur, um einen mächtigen Strahl aufzuladen. Das Ziel durch Trinkbewegung ist dabei nicht möglich. Okay. Benutze die Waffenmod-Taste, um hineinzuzoomen, um einen schadensintensiven Schuss aufzuladen. Hm. Ach so, okay. Ich benutze das hier mal. Okay. Give it to me. Gefällt mir. So. Ja, jetzt habe ich mir fast gedacht, dass der da reingegangen ist. Was? Ach so. Wir hatten ja diese Superheilung. Ich gehe trotzdem mal in die andere Richtung erstmal, weil... Da könnten ja Gegner auf uns warten. Jetzt mehr ausgehalten, als ich gedacht habe. Ach, das war's schon mit ihm. Langweilig. Ja, wir können nicht mehr aufnehmen als, Alles klar, wir müssen nachher hier wieder lang, nachdem wir unseren Shit eingesammelt haben, nehme ich mal an. Okay. Also wir müssen dort wahrscheinlich die Schlüsselkarte jetzt holen und dann müssen wir... Moment. Sehr schön. Aua. Geil. Entschuldigung, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen stumpf sein. Cool. Die wollte ich, genau. Platforming? Ach ja. Sieht doch. Warum auch nicht? So, ich nehme an, hier geht gleich wieder richtig alles ab. Was ist mit diesem Schiff hier eigentlich? Kann ich das irgendwie nutzen für mich? Wahrscheinlich nicht. Aber ich höre hier noch einen, den will ich eigentlich gerne vorher ausschalten. Wo bist du denn? Ist hier runtergefallen oder was? Aber normalerweise kommen die doch wieder hoch. Achso. Na gut. So, hier drüben gibt es, was auch immer das ist, aber wir werden es gleich herausfinden. Erstmal aktiviere ich hier den Scheiß. Hurra. Komm, sei ein Berserker-Mode. Ach nee, passt. Sollte mich vielleicht mal auf einen Gegner konzentrieren, oder was meinst du? Hoppala.
schlecht. Fällt mir ganz gut. Oh, hier liegt ja was. Warum auch nicht einfach mal im Kampf was aufsammeln? Aua. Habe ich kein Problem mit. Also auch auf so einen kleinen Mal mit einer fetten Waffe zu schießen, meine ich. Jawohl. Warte mal. Die wollte ich. Achso. Das ist einfach so mega übertrieben. Also diese Gausswaffe hat's echt ganz schön drauf. Zwei Schüsse und so ein fetter Typ ist platt. Warte mal. Hallo. Und so. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Munition. Die wollte ich. So. Das war's dann wohl. Weiß nicht, ob ich das versuchen sollte. Sollte ich? Ist dann Secret? Wenn wir runterfallen, sind wir tot. Ich lass das mal. Obwohl, wir hatten ja jetzt gerade den Speicherpunkt. Nein. Fuck. Wir hatten gerade den Speicherpunkt, deshalb habe ich es jetzt einfach mal versucht. Die ganzen Gegner sind ja tot. Hoffe ich mal. Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Ne, sieht gut aus. Alles klar. Aber wir haben jetzt auch irgendwie Lebensenergie verloren, kann das sein? Dadurch, dass ich das ausprobiert habe? Na gut, ist egal. Ich gehe mal weiter. Ach, so sehen ich und meine Freunde auch immer aus nach dem Saufen. Nur schlimmer. Nicht so lebendig. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Er ist tot. Wie ist das denn passiert? Oder ist er tot? Oder tut er nur so? Wir werden es gleich herausfinden. Aber erstmal gucke ich mich hier in dem Raum noch ein bisschen um. Okay. Der wacht doch gleich wieder auf. Kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Ich glaube, dieser Helden ist auch nicht ganz unschuldig. Wie er immer tut. Zugang gestattet. Würde ich jetzt mal behaupten. Muss ich da drüben ranspringen? Nee. Autsch. Ja, Abkürzung, oder was? Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, hier. Durch die gelbe Tür, würde ich mal sagen. Zugang gestattet. Ja, wir haben schon noch genug Munition. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt, warum leuchtet da unten nur ein roter Strich? Aua, wir waren das. Kleine Ratte, ey. Sonst geht's hier aber nicht gut. Bäh.
ich nehme an, wir dürfen gleich Zug fahren. UAC-Zug bereit zur Abfahrt. Ja. Bitte setzen Sie sich, der Zug ist bereit zur Abfahrt. Fahrziel ist der UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Es sieht so aus, als wäre die Folge vorbei, ne? Quatsch, die Folge, die Mission. Ist ja ganz geil. Dann mal los, würde ich sagen. Ja, und wir haben kaum was eingesammelt, ich weiß. Ja. Wir haben nicht mal den Kampf komplett gemacht. Echt wenig, okay. Na gut. Aber wir sind noch mitten in der Folge, deshalb 6,5 Stunden sind wir in der Aufnahme. Du weißt jetzt, wo sich Olivias Privatbüros im Lazarus-Komplex befinden. Dort begann die Invasion. Du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung, um in den Lazarus-Komplex zu gelangen. Nutze die Werkzeuge, die du unterwegs findest. Das werden wir tun. Eine bessere Zukunft als das nächste Kapitel. Yay, Zugfahren. Wir nähern uns dem UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mein Büro ist im zweiten Stock. Alles klar. Ja, vor allen Dingen mit Blut. Und meinem Schweiß. Na gut, errichtet nicht, aber... Also mit meinem Schweiß wurde hier nichts errichtet. Nur zerstört. Aber es war halt nur auch notwendig, ne? In dieser riesigen Einrichtung für Forschung, Design und Produktion wird neueste Technik eingesetzt, um Prototypen aller Art herzustellen. Von Robotern über Waffen bis hin zu Subraumkommunikationssystemen. Aha, nicht genug. Das war jetzt doof. Bleiben Sie stark. Du und sie brauchen ihren Glauben. Na also. Das war doch gar nicht so schwer. Also diese Gausswaffe hat's echt drauf. Bin schwer beeindruckt. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Sag mal, Leute, sonst habt ihr aber auch nichts zu tun hier, oder? Ja, sie haben ja gesagt, dass alle tot sind. Das ist ja nett. Ach so, das hatten wir ja schon länger nicht mehr, ne? Ich werde jetzt, glaube ich, das nochmal auf... Nee, weißt du was? Wir haben ja schon die Munition voll aufgerüstet. Nee, doch nicht. Ich werde es jetzt auf die Munition geben. Weil es mittlerweile halt langsam echt notwendig wird. Mehr Munition zu haben. Weil wir halt auch mehr Gegner kriegen. Komme ich nicht rein? Genau, ich wollte ganz kurz gucken, was hier die Herausforderungen sind. Führe 5 Schraubverschluss-Glory-Kills bei Besessenen aus. Rechten Unterschenkel oder Kopf von hinten. Doppelt hält besser, interagiere mit 2 Runenprüfsteinen und Versteckspiel findet 2 Sammlerstücke. Na gut, das werde ich wahrscheinlich... Nein, das war's nicht. Was? Achso. Jo. Ich habe das Gefühl, dass ich hier echt an viel Scheiß vorbeirenne einfach. Ich meine, wo geht's denn hier zum Beispiel hin? Sind das Toiletten oder was? Sieht so aus. Kein Spiegelbild! Wir sind ein Vampir!
Das würde einiges erklären, wenn wir hier Vampirkräfte hätten. Nice. Na gut. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwie so ein kleines, so eine kleine Referenz zu irgendwas, aber offenbar war es das nicht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Diese kleine Referenz, die wir schon mal gefunden haben, die auf Skyrim angespielt hat, das ist ja auch von Bethesda. Also die haben ja nicht mal irgendwie ein anderes Spiel irgendwie geflamed oder so, sondern ihr eigenes. Nicht mal geflamed, sie haben ja einfach bloß eine kleine... Also ich fand das schon sehr niedlich irgendwie. Ich habe immer noch keine gute Strategie für diese Typen mit den Schilden. Aua. Außer halt einmal auf ihn schießen, dann kommt er irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und dann an ihm vorbeirennen. Ja, doch, so funktioniert es sehr gut. Jawohl. Ja, mit dem Doppelsprung ist es sehr einfach, die von oben zu killen. Das finde ich sehr schön. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt, das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Ja, ein bisschen Story. Ich habe eben versucht, die ganze Zeit den Stuhl da wegzukicken, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass wir irgendwie da festbacken, aber... Ich meine, bei einem so modernen Spiel wie Doom ist es eigentlich... Bam. Das waren jetzt aber nicht so viele. Dass das eine Abriegelung rechtfertigen würde. Weißt du, dass die aber immer noch so... Warum sind Dämonen eigentlich immer so romantisch, dass die... Achso. Dass die so auf Kerzen stehen. Sind das Duftkerzen? Apropos... Achso, nee. Das war nicht bei Doom, sondern bei Resident Evil 7, dass sie da eine spezielle Duftkerze rausgebracht haben, die irgendwie nach Blut und Moder oder so gerochen hat. Oder so. Und die man sich anmachen kann, wenn man das Spiel spielt. Also vor allen Dingen, wenn man es in VR spielt. Und das muss ich sagen... Do not shoot! Ist das auch eine Referenz? Kennst du das irgendwoher? Na komm, wir gehen jetzt hier runter. Ups. So. Kennst du das irgendwoher? Do not shoot? Ich musste jetzt im ersten Moment hier... Wobei, das wäre eine zu... Nee. Ich musste an das geheime Fenster denken. Oh. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich gehe mal hier hoch. Zieh noch mehr. Super geil. Also zumindest haben wir die beiden großen damit klein gekriegt und das finde ich sehr, sehr gut. Ich musste an den Film Das geheime Fenster im ersten Moment denken, weil er da ja an die Wand geschrieben hatte, Shoot Her. Jetzt habe ich dir voll den Film versaut, wenn du den noch nicht kennst.
jeden Fall muss ich daran denken. Falls du ihn kennst, weißt du, was ich meine. Ich stehe so auf diese Musik, wie ich schon mehrfach in diesem Let's Play gesagt habe, hat mich die Musik letztendlich zu dem Spiel gebracht. Also. Oh, wie es hier abgeht, ey. Ich hätte mir das vielleicht doch noch aufheben sollen. Ich brauche dringend Lebensenergie. Dankeschön. Munition wäre auch nicht schlecht. Oh. Okay. Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe mich schon gewundert, warum das hier so viele sind. Wobei, so sehr habe ich mich nicht gewundert, weil es ist eigentlich normal. Da hinten ist sie. Komm her, komm her. Shit. Shit. Nein. Ich hätte sie nicht die ganze Zeit jagen dürfen. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Großen doch mit dem Berserker-Mode platt machen sollte, weil vielleicht brauchen wir das auch einfach für später, weißt du? Und wir sind am Ende der Folge. Ich mache jetzt nochmal das Nest einfach. Einfach weil ich nicht möchte, dass wir in der nächsten Folge gleich etwas machen müssen, was wir schon gemacht haben, sondern um die Spannung ein bisschen zu wahren, dass wir dann gleich was Neues erfahren können. Dann überziehe ich jetzt halt ein bisschen, was auch. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, das kennt man ja eigentlich auch von mir, dass ich überziehe. Ja. Die Munition sparen für den großen Kampf gleich. War da noch einer? Steine übersehen? Ich glaube nicht. Na mal los. Ich wollte noch eine andere Waffe wählen. Das Gasgewehr. Wie sie einfach zu Scheiße schießt hier. Wo ist der andere? Konzentration ist hier gefragt, deshalb bin ich so still. Aber das weiß er. So, und jetzt wird's Zeit für ein bisschen Berserker-Action. Gut, für die hätte ich es jetzt eigentlich nicht gebraucht. Weil ich wusste ja nicht, dass das so schnell geht mit der alten.
So, wo ist er hin? Ja, komm her. Das kriegen wir noch. Der arme Typ wird von zwei Typen gleichzeitig beschossen. Aus zwei Richtungen. Eigentlich von seinem Kollegen hier. Ups. Hier wollte ich eigentlich. Achso. Na also. Ich wollte unbedingt noch ein bisschen Munition. Shit. Nein! Nicht wegen so einem kleinen Arschgeigen hier. Also nicht an der letzten Wache, daran will ich jetzt nicht scheitern. Komm. Weil da ja noch ein Tank steht, der sonst verkommt. Glück. So. das war jetzt aber eine knappe Geschichte, so. Achso, ich wollte die Folge beenden, ne? Jetzt haben wir es ja geschafft. Ja, nice. Ich, freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich guck noch ganz kurz, wo es weitergeht, damit wir in der nächsten Folge gleich an einem Punkt sind, wo wir dann auch weiter durchstarten können. Ah ja, hier. Alles klar. Dann, 7 Stunden. Ich wollte 8 Stunden aufnehmen, das mache ich, denke ich, auch. Oder ich werde die Folge, denke ich, oder die Aufnahmesession dann beenden, wenn wir mal, die Möglichkeit haben. Wir sind schon eine halbe Stunde in der Folge. Wenn wir die Möglichkeit haben, mal zu einem Missionsende zu stoppen, sag ich mal. Okay, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quintos und ich sage welcome back to Dishonored. So, es ist jetzt gleich um 8. Fragen?